Kalt? Kalt! 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 Okay, die Sonne scheint, fein ist, minus 15 Grad. Willkommen am Bayerischen Kofel. Da haben sie jetzt eine neue Bahn aufgebaut. Genau, das ist der Betonklotz da hinter uns. Deswegen schauen wir uns das jetzt halt, für das Skigebiet so taug, gleich direkt vor der Nase in Innsbruck. Und kalt ist heute. Aber jetzt wärmen wir uns auf. Auf geht's in die erste Abfahrt da. Wir sind jetzt noch rum beim Schutzhaus und da haben wir jetzt gerade die weltbesten Kaspers geknetet lassen. Genau, also von einer Skala von 0 bis 10, 10 ist super, das ist ein 9,9. Traumhaft. Kurz noch zur Info, es gibt 20 Bischkilometer, 9 Abfahrten, einen Zauberteppich und 3 Schlepplifte und die neue Gondelbahn. Genau, die ist wahnsinnig schnell, also man ist ruckzuck da rum auf der Bergstation. Das taugt ins Volle. Genau, also Bayerischer Kofel ist nicht nur für Anfänger, sondern auch für leicht Fortgeschrittene ein sensationell lässiges, kleines, feines Skigebiet, direkt im Herzen von Innsbruck. Also, was will man mehr? Genau, und jetzt geben wir uns noch die letzte Abfahrt für heute. Genau, die sogenannte berühmt-berüchtigte Talabfahrt. Also, danke fürs Schauen. Falls es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben und abonnieren, bitte. Abonnieren. Ciao, ciao.